bla bla. Und ihr könnt es so mixen, wie ihr wollt. Sprich, es gibt 120 verschiedene Klassenkombinationen, die man ausprobieren kann. Sprich, du kannst Krieger-Tank werden, du kannst, na Krieger-Tank, Leute, was mache ich, Mage-Tank werden zum Beispiel. Also ich habe jetzt so gemacht. Ich bin jetzt hier, das ist Combat, auf Englisch glaube ich. Das ist so eine Art Off-Krieger. Habe ich Off-Krieger geskillt, mit Mage habe ich geskillt. Sprich, ich bin ein Off-Krieger, Mage und dann noch Death-Tank dazu hier. Das habe ich geskillt. Von der Ferne hau ich ein bisschen mit Zauberspells raus. Bisschen Spaß, halt ihn erstmal fest mit Frost, hau ein paar Flamebolts raus, also ich weiß nicht, wie die heißen, Flammbolzen heißen die jetzt hier. Und dann stürme ich hin mit Sturmangriff, hau mit dem Schildschlag auf die Fresse, dann mache ich Bladestorm und so weiter. Also so eine ganz verrückte Kombination machen. Was weiß ich, Jäger, Mage, Shami, ich weiß was ich, Hexenmeister, Krieger und sowas, gibt es ja alles Mögliche. 120 verschiedene Kombination an Skills, Dinger. Wie kann man eigentlich hier resetten, das Ganze hier? Zurück? Genau. Drei Klassen kannst du zueinander bringen. 120 Kombinationen gibt es. Kannst du immer wechseln, kostet ein paar Silberlinge. Kein Shop, Gold oder so. Genau, du kannst immer wieder wechseln, die ganze Zeit. So aller Guild Wars 1 finde das sehr kompliziert mit so vielen Möglichkeiten. Ich habe Guild Wars 1 nicht gespielt. Ja klar, sicher, kompliziert mit den Möglichkeiten. Es macht ja nicht jede Klasse Sinn, sage ich mal. Ich weiß ja nicht, welche Kombinationen da keinen Sinn machen. Ich habe jetzt schon fünf verschiedene ausprobiert und die jetzige, die ich habe, die gefällt mir am besten. Die davor, ich habe da mir andere angeschaut, wie andere skillen und die haben mir gar nicht gefallen. Dann habe ich mir einfach die einige Klassen durchgelesen, habe mir gedacht, ich meine, ich habe ja 9 Jahre WoW gespielt und dann weiß man ja ungefähr, was man machen will, was für Skills man braucht oder nicht. Oder sind es 10 Jahre? Keine Ahnung, ist ja egal. Da liest man sich die Skills durch von den einzelnen Klassen und dann nimmt man halt, was man braucht und probiert es halt. Sprich, beim Mage gibt es ganz normal hier diese, so eine Art Frostnova, wo du die Gegner festhältst. Es gibt halt Feuerbälle, es gibt Frostbälle. Dann kannst du dich wegblinken. Dann kannst du dich wegblinzeln. Das hast du sogar bei. Der Mage selber hat es, glaube ich, nicht, sondern eine andere Klasse hat das. Aber du kannst so schön kombinieren, die Spells heißen ja fast genauso wie auch im WoW, also können sie nicht anders sagen. Ob das jetzt Blinzeln heißt oder wegportieren oder irgendwas, ist ja egal. Okay, stark an Rift angelehnt von den Möglichkeiten. Ach stimmt, bei Rift konnte man auch so viel skillen, gell, wie sie verrückten. Diversen gibt am besten mal YouTube Arcage Pay to Win, dann denke mal, dass Pay to Win sehr viel, wie das machen kann. Ich kann das Game noch nicht runterladen, immer noch nicht. Hallo, ist dieses Spiel free to play? Falls ja, dann haben die Leute sich Sachen kaufen, einen enormen Vorteil, denn ich als normaler Spieler ohne Geld auszugeben. Mir san mir, sag mal schon, gell? Nee, also. Kann mir einer vielleicht einen Link schicken, dass ich das zeige hier? Unterschied free to play versus Abo? Hat jemand vielleicht einen Link oder so, dann kann ich das im Stream zeigen, damit das dann jeder mal sieht. Du kannst halt keine Häuser bauen und keine Farm betreiben, wenn du nicht zahlst. Aber du kannst ganz normal Schiffe bauen, du kannst Pirat werden, du kannst auf den ganzen Meeren oder Ozeane, was es da sind, reisen. Und viel Blödsinn machen, du kannst alles Mögliche spielen. Auromancy ist der mit Teleport. Genau, den hatte ich nämlich als erstes. Genau. Teleport. Ich hatte hier. Genau hier war das. Hey Dark Expo, merci für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München schicke ich dir hier mit. Genau. Also meine. Ich hatte mir hier einiges nämlich vorbereitet. Sekunde hatte ich mir hier. Muss nur kurz. Ist auf meinem super Desktop hier. Wo ist ein Archage? Hatte ich mir hier vorbereitet. So ein bisschen was durchgelesen. Und zwar hatte ich mir erstmal Warrior Off. Habe ich hier stehen. Battle Rage, Shadowplay, Auromancy. High Mobility and NTCC Skills. Sprich, das habe ich zuerst gehabt. Combat ist der normale Off-Warrior. Dann hier Calling und Will. Das hat mir nicht so gut gefallen. Habe ich nicht wirklich viel mit anfangen können. Habe ich probiert, aber war nicht so meins. Dann habe ich als nächstes das hier probiert. Das soll ein guter Tank eigentlich sein. Battle Rage, Shadowplay, Defense, High Death, No Mobility. Sprich, du hältst viel aus, kannst ja nicht viel bewegen.
Combat Calling Protection, genau wie vorher, ist halt nur Protection jetzt drin. Das wie gilt, was ein Kaufspiel mit freier Spielmöglichkeit, natürlich free to play, aber volle Funktionalität nur bei Bezahlung. Es gibt ein Update. Jai, echt? Von Glyph auch? Edzard. Download läuft! Gags updaten, läuft! Update läuft! Aber schon langsam, oder? Falls mal einen Link posten darf auf Englisch, da kannst du durchlesen als Patron. Warte, ich gebe dir Permit. Hier, bitteschön. Wunderbar, jetzt schauen wir das mal an, gemütlich hier. Wo ist der Browser jetzt hin? Okay. Der Browser, genau. Achso, hier, bevor wir discuss how to get it, let's deal with what Patron status means in Arcage. Patrons will enjoy the following benefits. Hier, die Perks hast du halt dann hier. Das sind diese Labor Points, das sind diese Arbeitspunkte, mit denen man halt viel machen kann. Na klasse, kann mich nicht in den Glyph einloggen, ach scheiße. Also diese Arbeitspunkte, mit den Arbeitspunkten machst du sehr viel in dem Spiel. Dann Offline Labor Point Regeneration, genau. Wenn man drin ist, kriegt man 10 Punkte alle 5 Minuten und Offline 5 alle 5 Minuten. Und wenn du Free-to-Play Uschi bist, kannst du maximal 2000 Punkte speichern, also Arbeitspunkte ist ein Labor Points. Und als Zahler kannst du 5000 speichern. Hey, es startet oder wie? Moment. Ich mach gleich weiter hier. Muss nur kurz das schließen. Müssen wir hier. Ich habe jetzt gepatcht. Ich lese gleich weiter vor. Ich kann es jetzt auch runterladen, also das Update. Bei mir geht es noch nicht. Ja, vielleicht lassen Sie erstmal die Founder das Ganze runterladen. Ich bin jetzt Level 15 Full Healer. Ich glaube, ich bin eine seltene Rasse, oder? Schätze mal, Healer und Tanks sind doch meistens selten hier. Also, jetzt ganz wichtig, müssen wir alle mitsprechen. Achieved, requiring you free. Vielleicht geht's ja dann. Oder? Jetzt. Achieved, requiring you free. So, jetzt ist das gute Omen hier. Mitgesprochen, jetzt muss es gehen. Ja, nee, wenn das schon kommt, geht's eh nicht. Dann können wir nochmal schauen, die Perks, was die Abonnenten haben. Da. Hier, 10% Bonus to all experience gains through combat or labor use. Ey, das wusste ich gar nicht. 10% Discount on Marketplace Purchases available after launch. After launch, okay, aber erstmal, also später dann. Bis jetzt habe ich vollen Preis zahlen müssen. Ja, Fehler 2028 bedeutet, du hast halt nicht die Berechtigung. Dann 5 Loyalty Tokens per day for use in the Loyalty Store. Awarded on first login of the day. Okay. Das sind die komischen. Was macht man eigentlich genau mit diesen Loyalitätstokens? Loyalty Tokens. Was? Ich bin dann auch Healer Gags. Heal ich zu Tode. Yeah. Ich möchte so richtig durch und durch geheilt werden von dir, Baby. Also ich hab eigentlich in jedem Spiel eigentlich immer nur Tank gespielt. Also eigentlich WoW. Immer letzten Jahre HC geradet, immer nur Tank, Tank, Tank. Und musste jetzt vor einem Jahr pausieren, da ich viele Operationen hinter mir habe oder schwere Verletzungen und kann momentan nicht gehen. Deswegen musste ich pausieren und habe jetzt mit Arcage angefangen und schauen wir mal, wie lange das hält. Werde aber zum 13.11. auf jeden Fall auch das Add-on testen von WoW. Mal gucken. Alles klar, Lolli, bis denn, nö. Okay, dann haben wir noch hier Ability to claim land by placing farms and houses. Genau, das haben wir ja gesagt. Eine Farm könnt ihr, da stellt man so eine Art Vogelscheuche hin und da kann man dann irgendwelche Sachen craften und herstellen. Das geht halt nur, wenn du Abonnent bist. Dann Ability to pay in-game taxes on own property. Du musst halt für dein ganzes Land, was du besitzt, musst du immer Steuern zahlen. Ist ja klar. Steuern, ja, an. Was hat er realistisch gemacht hier?
Genau, und dann bist du auch noch hier, kannst du auch noch das Auktionshaus hier nutzen, ganz normal. Das sind halt die Perks, wenn man zahlt. Also die Vorteile. Oder wie sie es halt hier nennen. Was nennen sie das hier? Hier so Following Benefits. Okay, ist ja alles das Gleiche. So, das heißt, wir müssen offline, schon wieder offline. Sie lassen uns nicht mehr starten hier. Sie lassen uns es nicht mehr starten hier. So, gehen wir dann nochmal zurück zu den Talentpunkten. Hier, da wollte ich noch was zeigen. Also man kann wirklich viel Blödsinn mischen hier. Warte mal, gehen wir mal. Wie kann man das resetten hier? So. So, also momentan habe ich den Off-Warrior. Also den Off-Krieger. Kennt man ja. Erkläre ich gleich mehr dazu. Dann Sorcery, der Mage für Range und dass ich ein bisschen was aushalte oder jemand mit dem Schild hauen kann, habe ich einen Tank genommen. Und wenn ich dann auf einen Normal-Tank gehe, tausche ich einfach das hier aus. Dann tausche ich den Sorcery eigentlich. Kann ich das hier. Wollte ich das austauschen in Wit, glaube ich. Das ist so eine Art Paladin. Kannst aber auch in was anderes austauschen. Also wenn du das hier hast, hast du eine Art, bist du Paladin. Dann kannst du dich ein bisschen heilen. Ich glaube, das ist auch. Ist das nicht der Grund-Heal-Tree überhaupt für alle? So ein bisschen. So eine Art Priester-Heal-Tree ist es. Oder wie ist das? Auf Deutsch kurz. Vitalismus. Damit heißt das, du hast hier so eine Art. Das ist eine Art Hot. Also keine Ahnung, so eine Art Erneuerung halt. Oder blühendes Leben, keine Ahnung. Ich kann nur die WoW-Sprache. 35% geladen. Was ist das eigentlich für ein Kack mit dem Authenticator? Ich soll den Code eingeben, obwohl ich schon einen Account eingeben habe. Komme in kein Menüpunkt, will er den Code. Vielleicht momentan sind die ganzen Server down, deswegen klappt alles nicht. Muss halt kurz warten. Hauptheilbaum, okay, dachte ich mir. Yep, Hauptheilbaum, alles klar. Hauptheilbaum, genau. Habe ich mir schon einiges durchgelesen hier. Wenn du es auf Verbündete wirkst, ist es Heilung. Wenn du es auf einen Feind wirkst, ist halt Schaden. Kennt man ja von anderen Spells. Dann. Wirkt der Verbündete, kuriert deinen Debuff und erhöht die erhaltene Heilung. Genau, 15%. Das müsstest du halt immer aufrechterhalten hier. Das ist was weiß ich, was kann man das vergleichen? Weiß ich nicht, wie das halt sonst heißt. Aber auf jeden Fall kriegt derjenige dann 15% mehr Heal. Und ich schätze mal, wenn du als Healer das einen Verbündeten gibst, dann ist es schon sehr, sehr geil. 15% mehr Heilung. Also ist ja eh effektiv. Dann stellt bei einem Verbündeten, das ist ein Hot, innerhalb von 10 Sekunden so und so viel Leben wieder her, kennt man auch. Das ist einfach nur Retzen, hier wiederbeleben. Genau, das heißt wiederbeleben, klar. Und so kann man sich das alles durchlesen mit verschiedenen Skillungen. Ich hab jetzt hier das, genau das habe ich, das und das. Sprich, Off-Warrior, das habe ich auch genommen. Am Moment, das und das habe ich genommen. Das ist Sturmangriff, Charge kennt man ja, stürmst hin, tust den Gegner kurz betäuben und dann kannst du ihn halt hauen. Was ich ein bisschen schade finde, dass der Sturmangriff nur 12 Meter ist. Wenn euch ein Gegner wie abhauen will, mal kurz aus der Range, 12 Meter ist schon wenig. Sage ich jetzt mal. E-Mail drucken, mal nach senden, doch, doch, Dödel. Reaper gibt eine 15 Kurier, Lex Wink, okay. Ah, wenn das da so steht, als hätte ich einen Authentifikator schon eingebunden, keine Option gibt, eine E-Mail-Anforderung hat man es gelesen. Welche Seite ist das? Da, wo ich gerade drauf bin hier. Falls du die meinst, schick ich dir das hier. Und zwar. Genau. Kannst du hinchargen, kennt man Sturmangriff. Kennt jeder. Und das hier nenne ich jetzt den Bladestorm. Bin ja. Wir spielen nicht das Bladestorm. Hey Sergio 107. Merci für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München schicke ich dir. Hey Sergio, thanks for the follow, appreciate it. Enjoy the show, have fun and greetings from Munich, Germany, wherever you are in this whole wide world, man. Ja, Gex, der Calculator ist blöd. Wieso denn? Ist doch cool. Wieso ist der blöd? Mir gefällt der. Ja, das stimmt, ist mein Ernst. Wieso muss man in der verkackten Internetgeneration eigentlich hier direkt affing sein, machen? Das kotzt mich nur an. Genau. Dann.
Das ist so eine Art Erdspaltung, so eine